1866 Euro Beamtenrente für nur 5 Jahre Arbeit. Ist das wirklich gerecht? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Nur keine Neiddebatte, Herr Rechtsanwalt Knöppel. Warum Sie immer wieder auf den Beamten herumhacken wegen der Alterspension, können wir nicht verstehen. So oder so ähnlich lauten die Kommentare und Mails, die ich erhalten habe, wenn ich mich zum Thema Beamtenpension und so weiter geäußert habe. Vor allem kritisiere ich, dass Bundesbeamte, bei Landesbeamten sind die Zahlen unterschiedlich hoch, nach nur 5 Jahren Arbeit, Tätigkeit als Beamten, Anspruch auf eine amtsunabhängige Alterspension in Höhe von sage und schreibe 1866 Euro brutto haben. Viele Menschen, die fleißig 35 oder 45 Jahre arbeiten, erreichen eine solche Altersrente im gesetzlichen Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung nicht. Sie hören richtig, die gesetzlichen Versicherten müssen 35, 40 oder 45 Jahre arbeiten, um eine Altersrente zu haben, die vielleicht mal in die Region der 1866 Euro Beamtenpension kommt. Ich kann die Menschen sehr gut verstehen, die als Beamten arbeiten und die Vorzüge der Pension und der Krankenabsicherung später genießen. Vielleicht hätte ich das auch mal so gemacht, gar keine Frage. Ich will mit diesem Video wieder auf die Ungerechtigkeit zweier bestehender Alterssicherungssysteme hinweisen. Das hat mit Neiddebatte überhaupt nichts zu tun. Es ist einfach ungerecht, dass ein angestellter Arbeiter, der gesetzlich rentenversichert ist, viel länger arbeiten muss und dann oftmals eine geringere Rente bekommt als ein Beamter bei gleichartiger Tätigkeit. Wir leisten uns in Deutschland für mega viel Geld zwei Alterssicherungssysteme. Die gesetzliche Rentenversicherung und das Pensionssystem der Beamten. Die Pensionen der Beamten werden ausschließlich aus dem Steueraufkommen aller Bürgerinnen und Bürger gezahlt. Der Bund und die Länder finanzieren die Altersgelder der Beamten. Im Jahr 2021 wurden hierfür sage und schreibe 77 Milliarden Euro aufgewandt. Im Gegensatz zu den gesetzlich Versicherten zahlt der Beamte in seiner aktiven Laufbahn keinen Cent in die Alterssicherung in dem Pensionssystem ein. Er kann und darf nach geltenden gesetzlichen Regelungen eine Pension im Alter erwarten, für die er gar keine Gegenleistung erbracht hat. Der durchschnittliche Pensionsbetrag betrug im Jahr 2021 für Bundesbeamte 3.198 Euro. Im Jahr 2022 sind es schon 3.255 Euro. Die Mindestversorgung eines Bundesbeamten liegt, wie ich schon gesagt habe, bei 1.866 Euro. Die Eckrente eines gesetzlich Versicherten, der 45 Jahre gearbeitet hat, liegt in der GAV bei 1.538 Euro brutto. Die Diskussion über den Bestand der Beamtenpension hört sicher nicht auf. Sie nimmt aber auch jetzt schon wieder gehörig Fahrt auf. Der Präsident des Bundessozialgerichts, Schlegel, selbst ein pensionsberechtigter höchster Bundesrichter, teilte auf dem Bayerischen Sozialgerichtstag mit, dass es mit dem zweigeteilten Alterssicherungssystem so nicht mehr weitergehen kann. Es wird ein radikales Umdenken und Änderungen gefordert durch Herrn Schlegel. Schlegel plädiert für eine Rentenversicherungspflicht für alle Erwerbstätigen, Beamte, Richter, Abgeordnete und auch Selbstständige, ich zeige den Finger sogar auf mich, müssen umgehend einheitlich in eine gesetzliche Rentenkasse einzahlen. Dieser Reformbedarf und auch der Wunsch in der Bevölkerung besteht schon lange. Nur sitzt die jetzige Regierung dieses Problem schon wieder aus. Eine Rente aus einer allgemein erwerbstätigen Versicherung läge deutlich über dem Grundsicherungsniveau, was die Allgemeinheit, so sagt es auch der Herr Schlegel, deutlich entlasten würde. Ähnlich wie in Österreich. Nach 40 Jahren Arbeit soll man gut von einer Rente leben können, so Schlegel. Wir sagen, richtig so, Herr Schlegel. Wieso bekommen Beamte nach 5 Jahren Arbeit eine Mindestpension, die jetzt schon höher ist als die Eckrente nach 45 Jahren bei einem gesetzlich Rentenversicherten? Warum muss es überhaupt noch zwei solche Versorgungssysteme geben, wobei die Beamten deutlich bevorzugt werden? Diese Art der Begünstigung für Beamte ist ungerecht und letztlich auch nicht mehr bezahlbar. Wir stehen als Rentenberater und als Fachanwälte für Sozialrecht für eine allgemeine Erwerbstätigenversicherung und Abschaffung der Beamtenpension. Letztlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und keine Neiddebatte. Näheres zum Thema Beamtenpension finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen,
Wie immer eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.